So, und da sind wir wieder zurück zu Animated Season von Maple Creek. Vielleicht sogar der letzte Part. So, wir müssen jetzt noch gucken. Wegen, also es war ja die Frage Bootshaus, Kirche oder ne, Krypta da. Und wir sind jetzt auf der Suche nach dem letzten, ja, Ding. So, wir brauchen Läuferlineal und Mond. Nach dem letzten Horn. Lineal. Mond. Den Läufer. Da. Pflaume, Schädel, Schere. Pflaume. Schädel. Schere. Ahornblatt, Maßband, Smaragd. Das ist diesmal wirklich ein Smaragd. Ahornblatt. Und ein Maßband. Welches ich gerade nicht finde. Da. Freimaurer, Emblem, Bleistift, Rosenkranz. Das, Rosenkranz, Bleistift. Das da. Und jetzt haben wir das dämonische Emblem. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir jetzt der letzten Spur nach, und zwar dem Bootshaus. Gut, hier ist aber soweit nichts. Ah, okay. Wir haben das Emblem vollständig. Okay. Ja, gut. Ah, warte mal. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Warte, was war jetzt nochmal die Eins? Okay. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun. Okay. Dann können wir jetzt da hinunter. Wir machen die Feuerschale an. Oh, wir sind tatsächlich so auf dem letzten Abschnitt. Echt? You've gone too far, Detective. You want to know what happened to them? Looks like you learned the hard way. Silenced it before I could drain my puppets and fully revive. My congratulations. I'm helpless. Is it true? Did you murder all those women? Why? Who are you? I did.
But the who and why are of no consequence to you. You'd neither believe nor understand. It doesn't matter. You'll do no harm to anyone anymore. What's behind that door? You know perfectly well, Detective. But why not indulge your curiosity? Mm-hmm. You'd better take a look around before your incompetent backup arrives. Backup is backup for a reason. Okay. Eine so rostige Kette kann nicht allzu stabil sein. Nein, wirklich nicht. So, ich guck mich hier gerade echt um. Okay. Gehen wir zur Opferstätte. Lives have been lost on this altar of evil. I'll do whatever it takes to destroy it. If that means no one else is murdered here. So, die Spitzhacke nehmen wir einmal mit. Gebrochener Halsring, kaum das Gewicht des Kopfes des Dämons. So hoch. Stell dich auf das Ding drauf. Thank you, Detective. I knew you could solve it. Now, it's high time. I close this case. I've been waiting for this moment for 30 years. Wait. I know who you are and what he has done, but he must be brought to trial. No, you have no idea who he is. What he is. He must be stopped. Once and for all, I'll kill him right here, right now. He'll suffer the same fate as his victims. Then you'll be no better than him. Think of Emily. Is this what she would have you do? Don't you dare speak her name. You can't stop me, Detective. So. Nehmen wir die mal mit. Are you just going to stand by and let him carve me up like a turkey? Yep. I waited too long for this. He will die today. Ich glaube nicht. What are you doing? There will be no more murders here. Detective, are you all right? We set out as soon as we got the call. Detective, you're not looking so good. What on earth happened here? I need to debrief you as soon as possible. Detective, can you hear me? You've done well, Detective. Kate Burrows is here, safe in our custody. Her boyfriend is recovering at the hospital, and Maple Creek is finally at peace. However, we could find neither hide nor hair of the criminal, and Hamilton disappeared into thin air, too. Thank you again, Detective. I owe my life to you, but I'm afraid I'll never feel safe with the killer still on the loose. Trust me, Kate. He may have gone into hiding, but I haven't stopped hunting him. I never will. Oh ja, und wie diese Fortsetzung folgen wird. Ja, das war Enigmatis, die Seelen von Maple Creek in der Sammleredition. Und ja, das ist nun das Ende. Allerdings gibt es noch eine zweite Geschichte, wie ihr euch sicherlich denken könnt, denn Sammlereditionen beinhalten immer noch eine Bonusgeschichte. Und diese Bonusgeschichte werden wir jetzt natürlich direkt im Anschluss spielen, denn wir sind bei 9 Minuten 53. Da ist es ganz klar, dass wir jetzt noch die Bonusgeschichte machen. Ich hoffe, das wisst ihr.
Und ja, das werden wir auch direkt jetzt tun. Ich lasse die Credits jetzt noch mal ein bisschen durchlaufen. Das mache ich, oder habe ich in den letzten Jahren seltener gemacht. Aber ich denke, das gehört eigentlich zu einem Spiel dazu, dass man auch die Credits so ein bisschen zeigt. Lade ich halt ein bisschen in der Zeit. Also, es war sehr schön, dieses Spiel mal wieder zu spielen. Ich bin auch froh, dass ich mich dafür entschieden habe, das mit als erstes neues Projekt wieder hier auf dem Kanal zu machen. Ich werde irgendwann zumindest die Legacy of Kain-Teile werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal neu machen. Mal gucken. Ist alles so eventuell erstmal. Es wird einige alte Projekte geben, die ich neu aufnehme. Das war schon mal dazu gesagt. Es wird einige Projekte geben, die wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen, die ich damals, wo weiß ich, beendet habe und nie wieder anrühren werde. Ja. Aber ich möchte halt so kategorisch quasi vorgehen und nicht mehr so durcheinander gewürfelt und, ne? Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Und ja, folgedessen hatte ich mich ja hierfür entschieden. Und die Enigma Matters-Reihe ist eigentlich ganz gut. Und von Artifacts Mundi, die Spiele sind sowieso, ich liebe sie. Die sind einfach mega schön, also die neueren noch schöner. Die alten haben ihren Charme. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit auf jeden Fall so ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ihr habt das Spiel etwas kennengelernt. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen was. Wenn ja, dann könnt ihr auf jeden Fall es entweder bei Steam kaufen oder es gibt, oder ich meine, es gibt auch auf, nee, Big Fish glaube ich nicht. Aber ich glaube, auf Artifacts Mundi könnt ihr dann selber, glaube ich, die Spiele auch nochmal kaufen. Okay, es geht jetzt zum zweiten Mal durch. Das gucken wir uns jetzt natürlich nicht nochmal an. Ja. Die Serie von Maple Creek haben wir abgeschlossen. Jetzt sind die Geister der Vergangenheit dran. Und da wir halt noch Platz in diesem Part haben, werden wir voraussichtlich, denke ich mal, jetzt auch die Geister machen. Wobei vielleicht, warte mal, kann man sich vielleicht den Trailer angucken? Oder, okay, Konzepte wirklich, Schwingerheim. Okay, dafür brauchen wir das Bonuskapitel. Ich guck gerade mal. Jetzt spielen. Ja, hier, Enigma Matters 2. Aber ich glaube, da kann man sich keinen Trailer angucken. Das glaube ich, ja. Da wird man einfach nur auf die Shop-Seite geleitet. Leider. Aber hier seht ihr zumindest Enigma Matters 2, die Nebel von Ravenwood. Die werden als nächstes kommen. Und hier seht ihr noch einige andere Spiele der Reihe. Also der Firma. Unter anderem auch zukünftige Projekte. So. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht so Trailer zeigen. Aber das ist leider nicht möglich. Und hoppala, ich bin jetzt leider hier raus. Aber ich gucke gerade auch mal. Doch, auf Artifacts Mundi selber könnt ihr euch die Spiele auch holen. Also ihr könnt tatsächlich auch auf deren Internetseite gehen. Und dann könnt ihr das da runternehmen. So, ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert. Ich glaube, es reicht sogar, dass ich hier einen Cut mache und wir uns die Bonusgeschichte gleich angucken. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich würde mich bei einem Feedback gern freuen, auch wie ihr das Spiel fandet. Vor allem, wie ihr das Spiel fandet. Und vielleicht sogar, ob ihr euch das vielleicht selber holen wollen würdet. Oder vielleicht andere Spiele der Reihe. Oder ob ihr es schon mal gespielt habt. Oder ob euch allgemein Wimmelbilder interessieren. Weil ich liebe Wimmelbildspiele. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Wimmelbildspiele auf dem Kanal sehen wollt, dann schreibt mir das gerne. Ich würde mich darüber freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Investigation when what?